Ich wollte mit 10 Jahren Bergführer werden. Dann kam der Unfall dazwischen mit 24 und letztendlich erreicht habe ich es dann, dass ich das Diplom in der Hände halten konnte mit 29. Ja, das habe ich auch nicht von heute auf morgen erreicht. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Das ist ein Mindset-Video und spannend für dich als Unternehmerin, Unternehmer, Selbstständige, Selbstständiger, weil Mindset ist Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung ist Unternehmertum oder andersrum. Und da freue ich mich, dass Thorsten nochmal da ist. Danke dir. Thorsten Kleint. Falls ihr noch nicht wisst, wer Thorsten ist, dann guckt euch die anderen Videos hier an auf diesem Kanal mit Thorsten. Seine krasse Story, wirklich Wahnsinn, fast ums Leben gekommen bei einem extremen Paragliding-Unfall. Heute aber erfolgreich Extremparaglider, Extrembergsteiger etc. Und da ist es, glaube ich, echt interessant, sich mal zusammen über Mindset zu unterhalten. Und ich habe 3 Fragen. 3 konkrete Fragen in diesem Video. Und das Ziel ist, dass du aus diesen Antworten richtig was für deinen Alltag mitnehmen kannst. Sollen wir loslegen? Ja, gern. Sehr gut. Erste Frage ist, wie findet man seine Vision? Ja, wie findet man seine Vision? Da finde ich immer ganz wichtig, wenn ich da mit Kunden zusammenarbeite, als erstes Mal, dass man drauf schaut, was für Fähigkeiten habe ich denn überhaupt? Was bringe ich mit? Ja. Und ja, was harmoniert mit mir? Wofür brenne ich oder was macht mir Freude? Okay. Ja? Und wenn ich da eine Schnittmenge aus diesen 2 Sachen habe, dann bin ich schon mal auf einem guten Weg. Okay, also was mag ich, was kann ich? Schnittmenge. Genau. Sehr gut. Das ist schon mal ein gutes Ding und eine Vision ist ja letztendlich der Nordpfeil, der mir einfach die Richtung vorgibt. Ich muss halt auch nicht das Ziel oder diese Vision in einem Tag erreichen, sondern ich muss einfach nur wie beim Navigationssystem eine Richtung haben, wo ich weiß, beispielhaft bei mir, bis ich Bergführer war, ich wollte mit 10 Jahren Bergführer werden. Dann kam der Unfall dazwischen mit 24 und letztendlich erreicht habe ich es dann, dass ich das Diplom in der Hände halten konnte mit 29. Ja, das habe ich auch nicht von heute auf morgen erreicht, sondern ich habe wirklich einfach immer nur in kleine Zwischenschritte gedacht und habe sozusagen diese riesige Vision, das riesige Ziel in ganz viele kleine Zwischenschritte unterteilt. Beispielhaft hatte ich ja einen steifen Fuß, hatte ich ja erwähnt, wo ich da in der Klinik war mit 48 Kilo. Dann wollte ich wieder Rad fahren. Konnte ich ja nicht, weil mit so einem steifen Fuß kann man ja kein Pedal drehen richtig, kurbeln. Dann habe ich mir eine Kinderfahrradkurbel ans Rennrad gebaut. Und dadurch konnte ich dann wieder draußen rumkurbeln mit dem normalen Pedal rechts und links eben diese Kinderfahrradkurbel. Das heißt, diese Vision gibt dir einfach die Richtung vor, wenn du sie gefunden hast. Und dann, weißt du, machst du einfach Step by Step. Immer gehst du deinem Nordstern entlang sozusagen. Also Vision gleich Antrieb, kann man ja sagen. Genau. Nochmal, absolut. Es ist eine Schnittmenge aus deinen Fähigkeiten, was kannst genau. du? Und deinen Leidenschaften, was liebst du, was magst du? Ja. Und da könnte man auch sagen, ganz kurz noch, dass das mit deinen Werten und Bedürfnissen übereinstimmen muss. Sehr gut. Das finde ich ganz wichtig. Weil wenn man sich mal selber hinhockt, die wenigsten Menschen, da gehöre ich auch dazu bis vor ein paar Jahren, habe sich da mal überlegt, was sind denn eigentlich meine Werte und meine Bedürfnisse, für was stehe ich, was möchte ich im Leben, was ist mir wichtig, was möchte ich nicht. Und wenn ich mir das mal aufgeschrieben habe und mal die 3 wichtigsten Werte und Bedürfnisse geschaut habe und das dann wirklich sich mit meinem Bauchgefühl stimmig anfühlt, mit der Vision, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Das heißt, es ist ein bisschen wie so ein Puzzle, ne? Du hast verschiedene Teile auf dem Tisch. Was genau. mag ich? Was kann ich? Ja. Was sind meine Werte? Was sind meine Bedürfnisse? Genau. Viele Puzzleteile und aus denen dann das Bild zu machen, das ist aber auch ein Prozess. Natürlich. Aber es ist auch, glaube ich, ein Prozess, wo es hilft, in die Körperlichkeit zu gehen, ne? Und also auch mal bewusst Momente zu kreieren, in denen man reflektiert und so eine Distanz zu seinem eigenen Leben kriegt. Ja. Und aus dieser Position heraus den Geist befreit. Und dann kommen die Antworten auch zu einem. Ne? Also bei mir war es konkret zum Beispiel so, ich wollte der Bergführer werden, habe ich ja erzählt, wo ich in die Klinik war und alles war ja weit weg. War ja die Vision, war ich gestorben. Da habe ich mir jeden Tag vorgestellt, das kannst du jetzt glauben oder nicht, dass ich als fertiger Bergführer auf dem Gipfel vom Matterhorn stehe, am Gipfelkreuz mich anlehne und mein Bergführerabzeichen, es gibt so ein silbernes Bergführerabzeichen, wo für internationale Bergführer steht, dass das an meiner Brust bleibt hier. Mein Gast sitzt hier neben mir, ein Feschbott. Ich habe einfach meiner Vision Emotionen verliehen. Und dieses Bergführerabzeichen, das heißt ja, ich habe es geschafft, dass ich es an der Brust hängen habe, weil sonst darf man es nicht tragen. Das hat wie so ein Diamant in der Sonne geleuchtet. Und ich habe mich so angelehnt in der Sonne gesonnt. Und das habe ich mir jeden Tag vorgestellt. Deswegen kann man auch noch seiner Vision Emotionen verleihen und sich da reinspüren, reinfühlen. Sehr, sehr cool. Jetzt hast du aber gerade was gesagt, Glauben entwickeln. Das ist meine 2. Frage. Weil das, glaube ich, haben ganz viele.
Wie schaffe ich es, an mich zu glauben? Ja, ist eine ganz wichtige Eigenschaft, dass man an sich selber an sich glaubt, weil wir sind ja meistens selber die größte Kritiker und Selbstzweifler. Ja. Ich nicht ausgeschlossen, das hat jeder mal. Aber ich denke, was mir da ganz viel geholfen hat, war zum einen so ein Dankbarkeitstagebuch, dass ich mir da einfach mal aufgeschrieben habe, für was ich eigentlich alles dankbar bin. Das hat mich, bringt mich aus der Negativität in die Positivität. Und was ganz wichtig war, fand ich jetzt persönlich für mich, war, dass ich mir einfach mal vor Auge geführt habe, was ich denn schon bislang erreicht hat in meinem Leben. Dass man sich einfach mal ein Blatt Papier nimmt, einen Kugelschreiber, und sich mal hinsetzt und mal aufschreibt, okay, ich habe die in die Schule besucht, ich habe die Ausbildung gemacht, ich habe das und das gemacht, ich habe die Weiterbildung besucht. Dass man einfach nachher mal sieht, auf dem Papier, was man eigentlich schon alles erreicht hat im Leben. Und sich das aber auch mal, wie soll ich sagen, das einfach mal zugesteht. Ja, bewusst macht auch. Sich dafür zu danken und genau. Zu feiern, dass man das ja, schon genau. Erreicht hat. Ja, absolut. Also das heißt also, du sagst, und ich unterstreiche das auch, jeder kann mal in seine eigene Vergangenheit gucken und dort so ein paar Orden sammeln. Ey, das habe ich, guck mal, das habe ich, guck mal, das habe ich, guck mal. Weil das zahlt darauf ein, sich bewusst zu machen, genau. Hey, ich habe das schon echt eine ganze Menge geschafft. Um dir wieder die Kraft zu geben, eben dann noch ein durchzuhalten auch bei deiner Vision. Und dann ist es, glaube ich, auch, Stichwort an sich glauben, wichtig, sich selber im Alltag Momente zu schaffen, kleine Herausforderungen und die bewusst zu meistern, weil das zahlt ja auch wieder auf dein Konto ein, das dir sagt, ey, ja stimmt, ich bin gut, ich habe was geschafft. Und so entwickelt sich langsam ein Glaube. Ne? Da ist zum Beispiel wieder das Grenzespringen, was man ja schon in einem anderen Video angesprochen hatte, ist da auch wieder so ein Punkt. Stimmt, da haben wir übrigens ein Event im Januar. Könnt ihr hier unter dem Video auf den Link klicken. Kurz, kleines Event, 12 Leute nur. Grenze sprenge, egal wie ich es jetzt mache, ob ich jetzt zum Beispiel jetzt das kalte Dusche morgens um 5 Uhr auf einmal als neue Routine, als Morgenroutine einführe. Ja. Das kostet mich eine riesige Überwindung. Es ja. muss jetzt nicht gleich der Mount Everest sein als Besteigung, ja. sondern einfach, dass ich vielleicht neue Routine, neue Tagesabläufe kreiere, ja. in mein Leben reinbringe oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Wenn ich vorher immer noch mit dem Auto jeden drei Meter gefahren bin, dann wird es mich Überwindung kosten. Dadurch komme ich aus meiner Komfortzone raus ja. und kann sozusagen meine eigene Grenze sprengen. Deswegen ja. arbeite ich ja sehr gern mit diesem Begriff Grenze sprengen und natürlich auch in meine Events oder als Coaching, verwende ich das immer als Träger, um den Menschen eben dieses Gefühl, dass sie an sich glaube, weil sie gesehen haben, sie sind über sich hinausgewachsen, sie sind jetzt da abgeseilt, sie sind jetzt da auf den Klettersteig hochgegangen, wo sie normal nie alleine dahin gekommen wäre und dass sie eigentlich zu viel mehr fähig sind, als sie sich selber und andere ihnen eben zugedacht haben. Das ist was Tolles, sich so jeden Tag kleine Übungen zu nehmen, kleine mal raus aus der Komfortzone Übungen. Absolut. Auf der Komfortzone gehe Übungen, die meistern und dadurch Kraft und Stärke und Glauben zu entwickeln, weil es geht darum, an sich selbst zu glauben. Aber Achtung, genau. Das muss man ja dann auch durchhalten. Ne? So, genau. Das ist meine dritte und letzte Frage. Wie hält man durch? Ja, das ist ganz einfach. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal meine Bergführervision mal nehme, da hatte ich mit 10 Jahren die große Traum, Bergführer zu werden. Dann kam mir der Unfall dazwischen und man muss sich einfach die große Vision vorstellen, das ist einfach wie ein 8000er. Ein 8000er kann man nicht in einem Tag wie eine Eintagsfliege. 8000er Berg meinst du? Ja, so ein 8000er Berg, so ein Mount Everest muss man sich das vorstellen. Da muss ich, wenn ich weiß, welches Ziel, also welcher 8000er ist es, dann weiß ich auch, welches Erfolgsumfeld ich dazu brauche, welches Material brauche ich zur Besteigung, welches Team brauche ich da dazu. Also Umfeld, Material, Befähigung alles. Genau. Meine, was brauche ich für Fähigkeiten, was für Konditionen, was für Material, was ich da brauche, alleine um da hochzukommen. Und dann ist ganz wichtig, was ich für mich mitgenommen habe, das Beispiel vor mir, der Fahrradkurbel, dass ich eben diesen riesigen Berg vor mir, diesen 8000er, dass ich den in ganz viele kleine Zwischenschritte unterteile. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, ich habe ja auch fast 20 Jahre gebraucht oder nach meinem Unfall nochmal 5 Jahre, bis ich das Bergführerdiplom in der Hände gehabt habe. Wenn man dann auf einmal anfängt und man geht in die richtige Richtung, mal die Vision, die steht da fest, der Nordstern, der fährt fest, ich weiß, auf welchen 8000er ich will. Und dann fängt man an, diese erste 1, 2, 3 Zwischenziele anzugehen und man erreicht sie nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten oder vielleicht auch erst nach 2 Jahren. Aber ich gehe immer in die richtige Richtung. Dann werde ich irgendwann als Konsequenz, muss ich ja früher oder später, irgendwann mal auf der Erfolgsleiter, auf dieser Stufe nach oben komme und irgendwann bin ich am Gipfel, wenn es eben 10 Jahre dauert. Ja. Und dieser Rückblick, dass ich eben schon das Zwischenziel 1, 2, 3 und 4 geschafft habe, das befeuert dich, das motiviert dich und so war das auch bei mir.
Und irgendwann beflügelt dich das, dass du schon 5 Sachen geschafft hast und jetzt hast du nur noch 4 vor dir. Und dann entwickelst du ein Momentum. Das hast du ja schon entwickelt mit dem ersten Mal, wo du losgelegt hast, aber das hältst du dann. Und dann bist du auf so einer regelrechten, keine Ahnung, wie beim Gleitschirmfliegen immer war, bist du in so einer Euphoriewelle und denkst so, Mensch, das habe ich ja schon alles geschafft, jetzt ist es nur noch das. Ja. Und das lässt dich eben durchhalten. Cool. Ja, vielen Dank. 3 schnelle Fragen. Vielen Dank für die Antworten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn so ist, gebt mal einen Daumen nach oben. Klickt mal auf den Link unter dem Video, da findet ihr mehr über den Thorsten. Ja, danke für die Tipps. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Dankeschön. Ciao.